Während viele Erinnerungstheorien mehr oder weniger explizit von einem Subjekt der Erinnerung ausgehen, das heißt, die erinnernde Person oder eine Gruppe von Personen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung stellen, sei es in der Frage nach der Auswahl oder nach Deutungsvorgängen oder nach neurophysiologischen Bahnungen, möchte ich diese Perspektive umdrehen und Erinnerung als einen Prozess beschreiben, der vom anderen herkommt. Also ich verstehe Erinnerung als eine Antwort auf einen Anspruch. Um diese These zu erläutern, werde ich in einem ersten Schritt zunächst auf Freuds Konzept der Umschrift und der Nachträglichkeit eingehen. Der Metapher der Erinnerungsspur kommt dabei zentrale Bedeutung zu. Sinnvoll erscheint diese Metapher zum einen, um die Aspekte des Bewahrens und der Kontinuität von Erinnerungen zum Ausdruck zu bringen, die den Gegenpol bilden zur permanenten Veränderung und Flexibilisierung von Gedächtnisprozessen.